Hallo Leute, herzlich willkommen bei den RC Bros. Servus. So, es ist soweit. Das neue Jahr hat angefangen. Ja. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, richtig. Ja. Also bei uns geht das Jahr auf jeden Fall wirklich froh los. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir da ein schönes Paket von unserem Freund, dem Dr. X-Max. Also Jonas. Nicht, wie ihr sehen könnt, nicht von Amazon, sondern vom Dr. X-Max. Genau, das hat uns der Jonas zukommen lassen. Und damit wir auch wirklich das Paket richtig handhaben und vor allen Dingen den Inhalt, werden wir ihn jetzt einmal live reinholen in die Leitung. Ja. Ja. Und schauen wir mal, was er so zu sagen hat. Schauen wir mal, ob der rangeht. So viel Lautsprecher. Servus Jonas, der Fabian untergrüßt. Servus. Ja, servus. So, du bist jetzt wirklich live auf Sendung, ja? Ja, sehr gut. Ja. Ihr habt mein großes Paket bekommen, hab ich gehört. Boah, ey, das ist ja übelst groß. Ihr habt wirklich nicht reingeguckt? Nein, wir haben wirklich nicht reingeguckt. Das ist immer noch zu. Ja, wir haben das Cuttermesser schon ready. Das Cuttermesser ist ready, ja? Also, wir warten nur auf deine Instruktionen und wir haben uns. Ja, also, Alles klar. So, jetzt. Der Chris bekommt das Messer. Ich bin immer gespannt. Nee, ja, schon das erste Weihnachtsgeschenk für 2019. So. Du. Alter. Oh, Alter. Leute. Die Leute, die an Dr. X-Max kennen, die werden wahrscheinlich Michel Caro auch erkennen. Wir haben hier tatsächlich eine Karo von einem X-Max 6x6. Leute, ist das irre? Das ist wirklich irre. Das ist ja ultra geil. Also, nein, wir haben noch nicht alles draußen. Ich bin noch mit dem Paket zusammen. Ja, X-Mac, 6x6 von Dr. X-Mac. Reifen sind mit drin. Und ein komplettes Hinterteil. Boah. Vom X-Mac. Warte mal. Hinterteil, Motorhalterung, der Chassisbereich von oben, die hintere Welle. Da ist ja alles dabei. Ja, quasi, ich habe euch einmal den kompletten Umbausatz zum 6x6 drüber geschickt. Wow! Ihr könnt quasi jetzt am besten an deinen X-Max, ich glaube, du hast ziemlich viel gesperrt in den Differentialen. Ich denke mal, da kommt das ziemlich gut, weil da ist ja auch die letzte 6S-Achse hinten komplett gesperrt. Und dann können wir mit dem Stehen ein bisschen Spaß haben. Ihr müsst an eurem X-Max nur zwei kleine Punkte verändern. Ich habe das beim Auseinanderbauen gefilmt und gedreht. Dann, und werde euch das noch rückwärts zusammenschneiden, dass ihr das zusammenbauen könnt. Ja. Mhm. Okay, da haben wir einmal ein Triebling und scheinbar das bearbeitete Heckdifferentialdeckel. Ja. Mhm. Genau, und das ist quasi die V2. Das ist noch nicht online zu sehen. Das ist quasi die zweite Version. Bei der ersten Version, die habe ich am 1.1. den First Run hochgeladen. Da hat es ja geknackst und da habe ich die Ursache gefunden, behoben und jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ah, okay. Mhm, schaut auf jeden Fall schon gut aus. Hammermäßig. Hammermäßig. Ja, ich habe gehört, wenn das Ding den Fabi überlebt, dann überlebt das auch alles weitere. Ja. Also Leute, nur mal vorweg, bevor ich es vergesse. Wir verlinken natürlich die Seite vom Dr. X-Max. Also wenn ihr Videos sehen wollt, wie die X-Max fahren,
Kommt, schaut unsere Videos an und wie ihr sehen wollt, wie man den wirklich richtig repariert, dann verlinken wir euch die Seite vom X-Max Messias, vom Dr. X-Max. Also Leute, draufschauen, liken, abonnieren und ja, könnt ihr dabei viel lernen. So, jetzt das kleine weiße Paket. Wird natürlich auch ein Video hochgestellt werden, wo ihr das Ganze rückwärts zusammenbaut. So, jetzt das kleine weiße Paket. Die kleine weiße Kiste. Jonas, du hattest übrigens recht. Wir hätten vorher genau das tun sollen, was du uns empfohlen hast. Ja? Ich möchte es da nicht so laut sagen, weil auch jüngere Zuschauer unseren Kanal gucken. Aber du weißt, was ich meine, oder? Willst du nicht gesperrt werden? Die RC-Bloß nur noch ab 18. Ja. Boah, da ist ein kompletter Stift drin. Mhm. In dem kleinen Päckchen. Schau mal, wie das Ding ist. Das ist quasi ein 6S-Stift, wo die inneren kleinen Zahnräder fehlen. Aha. Und das ist jetzt mit Epoxy komplett ausgegossen. Das ist jetzt euer erster Test quasi. Ich bin damit noch nicht gefahren in der Konstellation. Das dürft ihr jetzt testen, ob das diesmal hält. Das werden wir auf jeden Fall testen. Auf jeden Fall testen wir das. Und noch Schrauben, jawohl. Und was haben wir da? Das sind Schirmscheiben, ne? Schirmscheiben schaut aus, ja. Genau. Jawohl. Und dann könnt ihr euer nächstes Mal einmal durchfilmen, müssen genug sein für beide. Ja. Okay. Ja, wie geil. Boah, wir danken dir wirklich von ganzem Herzen. Wir wissen jetzt gar nicht, wie man das... in Worte fassen soll. Ja, in Worte kann man das kaum fassen. Aber wie gesagt, du weißt ja, am 20.01. stehen wir vor deiner Tür, klopfen an, ja, mit noch X-Max im Gepäck und dann können wir mal richtig geil loslegen. Bis dahin können wir ein bisschen das Ganze ausprobieren, können ein bisschen Spaß damit haben und dann... Ich muss mir erstmal überlegen, welchen X-Max wir umbauen. Dein oder mein? Mir ist es eigentlich. Ja, wir machen dein Fabian, würde ich sagen. Okay. Den bauen wir um und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich meine, wenn wir es nicht wenn irgendwas kaputt geht, am 20.01. sind wir beim Dr. X-Max, der repariert uns wieder. Genau. Ich muss nur Ersatzteile mitbringen, weil ich verbrauche eigentlich so gut wie keine Ersatzteile, deswegen habe ich eigentlich nichts auf Lager liegen. Ja. Bei uns ist das genau das Gegenteil. Wir haben so ziemlich alles auf Lager, ne? So ziemlich mittlerweile, ja. Ja, sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, guckt in Ruhe nochmal durch. Ihr wollt ja bestimmt noch ein bisschen. Ihr macht ja immer ein bisschen längere Videos. Ja. Dann könnt ihr in Ruhe nochmal durchgucken, den ganzen Kram. Mhm. Und am 20. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schicke euch die ganze Achse rüber, weil wenn ihr am 20. kommt, dann wäre es doof, wenn ich keinen normalen X-Max hätte, womit ich quasi, dass wir zusammen ordentlich fahren können. Deswegen testet erstmal die Achse, dann kommt ihr damit rüber und dann also Spaß. Also wir werden jetzt den X-Max bis Sonntag auf jeden Fall fahrbereit machen, den 6x6, und dann geht's in die Sandgrube. Und dann gibt's Hardcore. Und einen Namen haben wir ja schon. In echt sieht das alles noch monströser aus. Also, immer 2 Meter zurückgehen, dann sieht das Ganze gut aus. Ja, ja. So ja. Ist es. Also, ich muss sagen, wir hätten alles erwartet, ja. Aber kein 6x6 ja. Umbausatz für den X-Mac. Das ist wirklich, also, das ist echt heftig. Freut mich, wenn ich das dann habt. Mit eurer Konstellation das Ganze benutzen, das müsste funktionieren. Okay. Also ich habe schon ein bisschen gequält und das Ganze hat gehalten. Ich denke mal. Das werden wir nur testen. Ja, das werden wir nur testen, ja. Sehr gut. Ich sag nur, ich habe die Unbreakable Karo am ersten Tag schon geschrottet, ne? Ja, okay. Muss auch gleich laut sagen, das war vielleicht ein Produktionsfehler. Aber nur vielleicht. Ist noch eine Erklärung. Leute, dann noch einen schönen Abend. Danke, das gleiche wünschen wir dir natürlich auch. Und wir halten dich auf dem Laufenden. Genau.
Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Alter. Der ist verrückt, oder? Der ist absolut verrückt. Ne? Zieht euch das rein, Mann. Die X-Maja. Also Leute, Sonntag einschalten, 6x6. Übelst am Start. Ja. Wir geben Vollgas natürlich in der Sandgrube. Und dann schauen wir mal, ob das Ding uns auch überlebt. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden müssen. Ja, müssen. Mal schauen, vielleicht gibt es noch ein paar Videos vom Umbau. Wir fangen morgen gleich damit an. Morgen, ja. Morgen fangen wir an, die X-Max hier umzubauen. Und werden wir schauen, dass wir unser Video zusammenschneiden. Ne? Jo. Vom Umbau. Ja, dann nochmal in diesem Sinne, danke an Dr. X-Max, am Jonas für dieses ultra, wirklich ultra mega geile Geschenk. Ja, das ist wie unfassbar. Weihnachten, Geburtstag, Ostern, diamantene Hochzeit und was weiß ich was alles. Alles in einem, ja. Man kann dieses Glück gar nicht beschreiben. Oder wie siehst du das? Also ich muss ehrlich sagen, die X-Maja, ich habe das Projekt schon seit Anfang an verfolgt und ich wollte bis jetzt immer noch nicht glauben, was der Dr. X-Mack da auf den sein X-Mack gesaubert hat. Aber ja, natürlich, dass wir die Teile jetzt vor uns haben. Unglaublich. Unglaublich. Ja, wirklich unglaublich. Ja, Leute, das war's von uns. Wie gesagt, der Link, den setzen wir unten rein in der Videobeschreibung vom Dr. X-Max. Wenn ihr wissen wollt, wie man so eine Karre baut, ja, wie man den X-Max wirklich repariert und instand hält, dann geht's auf seine Seite und schaut euch die Videos an. Das ist der Wahnsinn. Genau, auf Dr. X-Max. Und wenn ihr seht, wie man die X-Max zerlegt, dann geht's auf den RC Bros Kanal. Abonnieren, liken. Das Übliche. Das Übliche. Ja. Sonntag einschalten. Richtig, einschalten. Und schau dabei.